Es pendelt mal wieder und zwar diesmal hin zu Fabian. Hallo Fabian. In der zweiten Folge. Hallo Dennis. Ja, freundlich von dir. Anti-Chamber, genau. Das müssen wir jetzt ab jetzt immer im Chor sagen. Ich würde jetzt gerne mal aufs Panel gucken, aber dieser Pfeil macht dich ein bisschen curious. Richtig. Ja. Deswegen gucke ich nach rechts. Da geht die Tür irgendwie zu. Der Pfeil zeigt aber nach links, dann guck doch mal nach links. Die Tür scheint aber immer offen zu sein. Links ist so ein Auge, aber da wird es dann auch weitergehen. Ja. Das ist dann nur so, aber ich glaube, das ist wie Kühlschrank, oder? Wenn du nicht hinguckst, ist es offen. Ach, du meinst, wenn ich... Versuch doch mal vielleicht irgendwie, ja, oder rückwärts oder so ranzulaufen. Du brauchst ja nicht auf den Boden gucken. Ja, du bist durch. Ha! Sehr gut. Dennis the Brain hat's mal wieder gelöst. A few steps backwards may keep you moving forwards. Das heißt also... Hin und wieder muss man auch mal rückwärts laufen, um vorwärts zu kommen. Ach so, zum vorherigen Rätsel, ja. Oh. Ich gucke mir aber trotzdem noch mal das Pendel an. Mhm. Ja, du, wir kommen da ja auch jederzeit wieder hin in die Räume. Stimmt. Also ist nicht... Wir können auch nacheinander einfach die Rätsel angehen und das abarbeiten. P-L-I-F... F-E-L-I... Ist die Frage, wo es anfängt, ne? Live, ja. Wow! Okay. The fuck? Also ich denke mal, dieser Raum ist voll mit irgendwelchem Scheiß. Ne, da ist eine Glasscheibe davor. Okay, here we go. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, ich glaube, dieser Raum sieht eher so aus, als hätten sie da so ein bisschen künstlerisch alles eingepackt, was geht. Ich glaube nicht, dass das alles Rätsel sind. Also ich denke mal, das sieht eher nach so hübsch blinkenden Sachen aus. Größtenteils. Oh, yay! Den will ich! Ja, das geht nicht. Mist. Es verändert sich irgendwie. 1 plus 1 ist 2. Ja, irgendwie so, eins, ne? 1 plus 1 ist... Ist das da. Warum auch immer. So, na, guck dich doch noch weiter um. Okay. Oh, guck mal, da ist ein kleiner Freund. Der läuft vor dir weg, oder? Ja. Kannst du den auf der anderen Seite wieder in die andere Richtung lenken? Ich probier's. Achso. Ah, guck. Nee, du musst einfach nur nah, der läuft gar nicht vor dir weg. Wobei, vielleicht. Du musst ihn angucken. Dann scheuche ihn mal durch den Raum. Dann. Gucken wir mal, wo das hinführt. Hoffentlich nicht nur im Kreis. Das Spiel ist so ein bisschen die Rätselvariante von Skyrim, oder? Man kommt nicht von einem Punkt zum anderen. Wolltest du nur schnell das Pendel angucken? Jetzt hast du hier einen riesen Raum voller Quatsch. Ja, vor allem guck dir das da an. Hm. Das ist jetzt aber ein DNA. Ja, aber hallo. Das kann man nicht anders sagen. So, wo will der denn hin? Ist ja die Frage. Ja, vor allem ist der... Oh Gott! Oh, Alter, kann man ja gar nicht lange hingucken. Hm. Ob wir den noch irgendwie ans Ziel bringen oder ob der jetzt einfach nur einmal um den Raum läuft und dann naja, ist er wieder am Anfang. Der hat ja an der Ecke angefangen. Ja gut, dann kann er nicht, ne? Aber guck mal, hier rechts ist leer, oder? Kann das sein? Guck mal, hier rechts jetzt in den Kasten rein. Da ist ein Raum hinter. Aber mach mal vielleicht erstmal eine Sache zu Ende. Das war, genau, den haben wir jetzt schon durch einen halben Raum gebracht. Ja, dass wir uns nicht, vielleicht, wenn du wieder in den Raum betrittst, ist er wieder am Anfang. Das wäre halt Quatsch. Also ich nehme an, dass die das zurücksetzen, so lange, bis du die Rätsel löst. Also, oder irgendwie so. Vielleicht sogar danach wieder. Aber du hast es trotzdem gelöst. Sobald wir nicht hingucken, rennt der sofort zurück. Ja, ich glaube auch. Da schleicht er sich so. Sneakt der wieder. Oh, guck dir das mal an, hier rechts. Überall dieses Gedrehe. Na, wie weit kannst du es treiben? Auch noch im Nachbarraum stehen und grob in die Richtung gucken. Aber so einen lilanen Würfel hatten wir bisher auch noch nicht, ne? Ja, wir hatten jetzt nur blau. Der ist auch relativ groß. Also wird der größer? Nee, ich glaube, das ist perspektivisch. Bist du dir sicher? Ich bin mir nicht sicher, aber ich nehme an, das ist perspektivisch. Ich glaube, die haben alle die gleiche Größe, diese Würfel. Nehme ich mit meinem jetzigen Wissensstand an. Wir haben das Spiel ja noch nicht weiter gespielt, aber... Oh, jetzt ist er weg. Okay. Hat er sich verkrümmelt. Der geht nochmal um die Ecke. Ja, der wird in einem anderen Raum wahrscheinlich jetzt ankommen, wette ich. Also wir müssen jetzt erstmal diesen Raum finden, wo es dann weitergeht. Aber ich glaube kaum, dass es jetzt so simpel ist, dass der hier einfach um die Ecke ist. Der wird am anderen Ende der Welt sein, so wie ich dieses Spiel jetzt so im ersten Moment durchschaue. Oh, guck mal da. Ja, ich glaube, das verstehen wir jetzt langsam. Bisschen besser. Guck ich mir trotzdem nochmal an. Guck dir mal alles an. Da haben wir mal alles gesehen. Das ist irgendwie so ein Sonnensystem, was da verrückt spielt. Das ist Mia's Mater. Ach, Entschuldigung. Ja, das war Mia's Mater. Das waren die Leitern, wo man nicht runter durchgehen darf. Das ist irgendwie so unmögliche Verbindungszeug. Quatsch. Mhm. Grün, blau, rot. Das ist quasi ein Dreieck, was
quasi nur eine Seite hat. Ja. Ja, meine ich ja, so unmögliche Verbindungen, ja, die sich so in sich drehen und welches Zeug. Das ist irgendein komisches Tiervieh, das ist. Moleküle. Moleküle, ja, hätte ich auch gesagt. Das ist ein Headcrab oder ein Insekt oder sowas. Das ist ein Hubble-Teleskop. Das ist eine Wippe. Und da ist eine Uhr. Mit drei Zeiger. Und hier war der Raum. Genau. Dann gehen wir doch da mal rein und haben wieder was gefunden. When you absorb your surroundings, you may notice things that you didn't see before. Also dieser Eingang war das jetzt. Ja. Das ist dieser Eingang, den du erst durch genaues Hingucken finden konntest. Ah, guck mal, da geht's. Aha, das ist aber dasselbe, ne? Ja, ich. Und das ist auch. Aber ich habe durchs Absorbing eher gedacht, dass ich hier irgendwo noch. Nee, das ist immer das davor. Also du kriegst immer danach den. Ja, aber es war ja kein Absorbing. Absorb? Na doch, Absorb kann doch auch. Das ist Observe. In dich aufnehmen. Also, so ist doch mal alles ein bisschen viel. Okay. Ja, dann. Blau oder grün? Blau oder grün? Blau oder grün? Ich höre hier eine Grille, deswegen. Okay, also bist du da wieder da rausgekommen, wo du angefangen hast, ne? Also. Ich probiere einfach mal dem Ton zu folgen. Ja, versuch doch einfach mal genau immer der gleichen Farbe zu folgen. Achso, ich hätte jetzt dem Ton gefolgt. Boah, weiß ich nicht. Also ich nehme an, dass du jetzt durch das Grüne wieder da angekommen bist, wo du angefangen hast. Vielleicht musst du da mal das Blaue probieren. Nur dem Blauen folgen. Okay. Also probier's einfach mal, ich habe ja keine Ahnung. Blau. Blau. Da ist wieder der Anfang. Blau. Ja, das führt aber immer nur. Okay. Kreis. Ja, dann probier es mit grün. Ja, vor allem hä? Nee, ich glaube, blau bringt nichts. Das bringt blau bringt dich immer direkt wieder zum Anfang. Dann folgt ja doch mal grün. Grün, grün. Nein. Nee, immer grün. Genau. Grün? Da ist auch kein Grün. Da ist Grün. Da, links, da ist was. Aha! Erwischt. If you never stop trying, you will get there eventually. Haben wir gemacht. Und da gibt es jetzt zwei Wege. Ne? Boah, ist das alles verrückt. Okay, dann lauf doch mal. Nee, das ist nur Wand, glaube ich. Wandtextur kann man ja nicht sagen. Das ist nur Wand. Okay. Ah, guck mal da. Some choices can leave us running around in circles. Ja, ja, wie lauf, der Hund, der seinen Schwanz jagt. Lauf weiter. Ich will wissen, wo wir ankommen. Kommt bestimmt irgendwo an. Bestimmt kommt jetzt gleich, you have to try again and again. Wenn du 5 Runden gelaufen bist, dann kommst du bestimmt irgendwo an. Aha, siehst du? Aha. Oh, hier kommen wir jetzt raus. Raw persistence may be the only option other than giving up entirely. Also wir müssen einfach mal durchhalten, dann kommt man auch an und dann sind wir auch wieder an derselben Stelle wie vorher. Ja, und dann gucken wir uns dann auch einfach das Auge mal an. Voll wahr. Na, guck mal, man muss kurz hingucken, dann macht's was. Und schon kommen wir da durch. Wow, okay. Lies dir mal erstmal das hier rechts durch. Ja, ich hab mich bloß gerade ein bisschen erschrocken. The solution to a problem may just require a more thorough look at it. Also man muss manchmal einfach genauer hingucken, dann kommt man auch weiter. Ich glaube, der. Ja, komm, der reagiert auf Bewegung. Und also dann löst er halt unten die Brücke auf. Ja, aber also, wenn ich mich schnell bewege, dann löst er sie halt auf, aber wenn ich nur. Ja, dann schleiche. Ja. So, baut die sich jetzt mal wieder ganz auf oder macht die jetzt. Okay, jetzt ist sie ganz da. Dann solltest du langsam ruhig und besonnen sein. Kannst du mal nach unten dann gucken, wenn du auf der Brücke stehst? Am Rand. Sieht man da was? Ne, sieht man nichts, ne? Alles weiß. Wie meine Weste, alles weiß. Wir haben unsere Hände ja schließlich in Unschuld gewaschen. Ja. Ne, aber da ist nichts, glaube ich. Also jetzt nicht offensichtlich. Was sind das für Vögel hinter uns? Ich glaube, das sind die kleinen Popcorn-Körner. Hinter uns! Oh, du wieder. Unglaublich. Und was haben wir hier? Moving through a problem slower may help find a solution. Das so, dürfte bei uns das Problem sein, dass wir da nicht immer durchrennen. So. Aha, jetzt Moment. Haben wir hier einen. Ich hätte auch einfach Shift gedrückt halten lassen können. Dann kann man langsam gehen. Okay, gut, dann wissen wir das fürs nächste Mal. Ab! Steht da. Oder Puh. Ja, ich finde es aber schon interessant, dass man durch die Textur hier sieht, dass da irgendwas zum. Ja. Okay. Wer weiß. So, was haben wir. So, gucken wir uns mal. Also da jetzt irgendwie hoch? Hoch gucken oder hier lang weiter erstmal? Gucken wir erstmal hoch. Gucken wir mal hoch. Da sind auch wieder die Etagen einfach. Ja. Ne, das Glas, da kommst du nicht rein. Das hätte ich dir auch sagen können. Das sieht man doch schon die Textur in der Luft so ein bisschen. Ja. Glastextur.
Aber okay, aber da sind wieder diese Etagen, also es scheint irgendwas auf sich zu haben damit. Vor allem da ist auch, glaube ich, wieder eine. Da ist wieder eine Tür, ne? Also da sind. So, hier kommen wir nicht, da müssen wir irgendwie. Da müssen wir mindestens 7? 8? Ja, 8 brauchen wir da insgesamt. Aber wie wir die da reinkommen sollen, hereinbekommen sollen. Kannst du die aufsaugen, die gelben? Oh, guck mal, das ist die gelbe Kanone. Gelbe Kanone. Kannst du die gelben Dinger aufsaugen? Nur mal so die Frage. Also kannst du mit der blauen Kanone auch die. Ja. Aber die schließen sich immer wieder. Achso, ja, die Kanone verfärbt die, und aber die, du kommst da nicht durch. Wahrscheinlich kannst du die nur mit der gelben wegmachen, oder? Also, dass sie ganz weg sind. Ja, vielleicht. Also, ich weiß aber nicht. Aber das wird natürlich. Das ist gut, da hast du jetzt erstmal eine ganze Menge, dann kann man die Türen da aufmachen. Hier rechts kommst du bestimmt auch mit, brauchst du bestimmt auch nur noch 2. Ja. Weil dann kannst du da denen auch noch dir so eine Tür bauen. Ich weiß nicht, was das bringt, aber erstmal nicht so viel. Achso, doch, geh mal hinten durch die durch, da sind wir noch nicht durchgegangen, durch den Laserstrahl. Durch den? Ja, geh mal da durch, da ist die Tür nämlich offen. Ah. Und dann können wir da nämlich durch. The right answers may also be the most obvious ones. Also die richtige Antwort war, da geh mal nicht durch, ne? Da nee, dann verlieren wir unsere Kugeln, deswegen wollte ich erstmal die... unsere Kugeln! Gut, Fabian, sehr schön. So, jetzt ist aber die Frage, wie kriegst du die da jetzt rein, ne? Gar nicht. Also, es geht irgendwie nicht so. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt einfach so reinkommen. Also selbst wenn du aus dem Winkel, dann kannst du ja maximal einen Würfel da so reinsetzen. Wir brauchen aber die in der Mitte. Vielleicht kannst du später mit irgendwas die dann die schieben. Schieben irgendwie oder bewegen noch in der Luft. Ja, aber das wird erstmal nix. Ja, dann. Unsere ganzen schönen Dinger sind weg. Okay. Ist hier noch... Nö, also scheint nur so ein Durchgang zu sein. Oder? Einfach, dass wir unsere Kugeln verlieren. Ja, toll. Dann würde ich sagen, nächste Folge ist dann die Sache mit dem der Treppe zum Himmel. Richtig. Die darf ich dann to Hell. Naja. Oder Stairway to Heaven. Wer weiß, was es wird. Wir werden es sehen in Folge 3. Macht's gut. Tschüss.